bist Mutter und du kannst deiner Tochter, deinem Sohn, deinem Kind zeigen, was Ehrenamt ist, und dein Kind kann genauso aufwachsen. Und das ist doch das Schönste überhaupt, deinem Kind zu zeigen, hey, du kannst helfen, und das von vornherein. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Nadine Haddad und ich bin heute für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. In dieser Folge begrüße ich Mirjam Wennemar von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Gemeinsam wollen wir das Ehrenamt stärken und euch zeigen, dass jede und jeder Einzelne sich mit den eigenen Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal was du kannst helfen. Hallo Mirjam. Hallo. Guten Morgen. Wir sind ja hier früh am Morgen in Berlin und quatschen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Schön, dass du auch Zeit gefunden hast, um die Leute vielleicht mal mitzunehmen. Wir sitzen hier gerade im Dach, im Büro, haben ein schönes Podcast-Studio hier aufgebaut und wir sitzen hier beide gegenüber und sind beide aus Berlin. Das ist korrekt. Du bist auch in Berlin geboren? Nee, ich bin nicht ursprünglich Berlinerin. Ich bin Pottkind ursprünglich und bin dann zur Ausbildung hier hingezogen. Da war ich junge 19 und kleben geblieben. Und bleibst auch hier? Ja, ich bleib hier. Meine Wurzeln, ich habe mich jetzt verwurzelt hier mit meinem Kind und fühle mich ganz wohl und will gar nicht mehr weg. Wir sitzen ja hier heute im Podcast, weil du mit deinem prägendsten Moment im Ehrenamt gewonnen hast. Kannst du uns nochmal von diesem Moment erzählen? Und auch, warum der so besonders für dich ist. Ja, das war schon, also es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also wer die Zahlen mal gesehen hat, erster und zweiter Platz sind gar nicht so weit auseinander. Okay. Und wir haben gefiebert mit der ganzen DLRG. Also wer das so ein bisschen verfolgt hat, wir haben das wirklich groß breit getreten. Die DLRG hat mich auch supportet und natürlich die ganzen Landesverbände haben mich supportet gepostet. Und es war immer wieder so, okay, jetzt liegt sie vorne, jetzt nicht, jetzt wieder. Und das du hast gewonnen, deswegen ja, genau. Das war dann ein bisschen spannend, so als dann die E-Mail kam mit herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, dachte ich mir so, ja. Mega geht. Schön. Du hast gerade schon gesagt, du bist bei der DLRG tätig. Welches Ehrenamt übst du aus und was machst du genau? Genau, also die DLRG ist ja eine große Organisation, die sehr, sehr viel Repertoire mit bei sich hat oder hat einfach. Und ich bin in der Sparte Ausbildung tätig, also das heißt, ich bringe Kindern Schwimmen bei, vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmer können die bei mir alles lernen, und wenn sie dann fertig mit dem Rettungsschwimmer sind oder gerade angefangen haben, nehme ich sie auch raus mit in den Wasserrettungsdienst und dort machen sie dann ganz normalen Dienst. Also hier in Berlin ist es so, dass wir 26 Wasserrettungsstationen haben, die müssen am Wochenende von Mai bis Oktober auch besetzt sein, jedes Wochenende. Wir treffen uns meistens freitagsabends bis sonntagsabends und dann fahren wir Boot, machen unsere Übungen, haben Einsätze, also so das volle Repertoire. Du bist seit 2001 tätig, das heißt seit ganz schön vielen Jahren. Ja. Jahren insgesamt. Lass mich rechnen. Wie viele Jahre jetzt? Ja, 23. So 23, ja, wir haben 2024. Ja. Seit 23 Jahren bist du ehrenamtlich tätig. Ja. Und du bist? Älter, 32. 32, du bist mit 9? Mit 10. Mit 10 angefangen? Mhm, genau. Also bei uns im Heimatverein ist es so, und das führe ich hier in Berlin auch wieder ein, dass wenn wir den Goldkurs absolviert haben, dann gehen wir mit in die Schwimmausbildung mit rein, also das heißt in die Seepferdchenausbildung, und können da lernen, wie wir ausbilden. Das ist einfach auch mit den kleinen Kindern, und umso mehr Personal, umso besser, auch spielerisch das einfach beizubringen. Und dann wenn die dann den Juniorretter gemacht haben und den Rettungsschwimmer Bronze, dann nehme ich sie teilweise mit raus. Und dadurch binden wir halt auch unsere Kräfte. Du bist aus dem Ruhrpott nach Berlin gezogen und hast nahtlos deine ehrenamtliche Tätigkeit fortgeführt. Ja. Wie hat das funktioniert? Fast nahtlos. Also ich habe es nicht ganz nahtlos, weil ich erstmal hier in Berlin ankommen musste. Ich habe meine Ausbildung angefangen. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Das heißt, ich hatte Schichtdienst, Spätabendsdienst, Morgensdienst und. Da habe ich es einfach nicht hinbekommen, jede Woche einen festen Termin zu haben. Und das war mir damals bewusst. Und deswegen habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, erstmal eine Pause zu machen. Aber für mich war es sehr, sehr schnell klar, mir fehlt etwas. Mhm. Und dieses Fehlen habe ich indem ich die DLRG angeschrieben habe. Also ich war einfach so mutig, und damals war es noch gar nicht so groß. Also ich bin so alt, dass es mit Social Media noch gar nicht so groß war. Es gab damals Facebook, aber ich glaube, Instagram gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig.
und habe damals auf der Internetseite einfach geguckt und habe in meinem Bezirk gegoogelt, DLRG, und habe einen Ansprechpartner gefunden und habe mich getraut, ihn anzurufen und habe gesagt, hey, ich komme von meiner Heimat und habe dort schon mehrere Jahre Ausbildung betrieben und ich möchte genau das hier weitermachen, weil es mir einfach so viel gebracht hat, weil ich darin aufgehe, weil das einfach mein Leben ist und ich merke gerade, dass in meinem Leben ein großer Teil fehlt. Und ja, er hat gesagt, komm vorbei, bring dein T-Shirt mit und stell dich an den Beckenrand. Und das war mein Tor hierhin und hier rein, dass es dann so viel Zeit mit sich bringt, dass ich dann hier mache. Das ist dann erst Schritt für Schritt gekommen. Also ich bin dann wirklich wieder angefangen mit der Ausbildung, habe dann immer mehr Kurse auch übernommen und habe dann Wasserrettungsdienst mal angefangen für ein, zwei Wochenenden. Also ich habe mich da auch langsam rangetastet, bis ich dann zu dem Schritt halt gekommen bin, wie es jetzt ist, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel Zeit auch dort verbringe und ja, einfach darin aufgehe. Also es wäre aber auch vollkommen in Ordnung gewesen, wenn ich gesagt hätte, hey, mir reicht das Seepferdchen oder mir reicht der Bronze oder der Erwachsenenschwimmkurs oder was auch immer. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Du hast gerade von deiner Arbeit gesprochen. Du bist noch neben deiner ehrenamtlichen Tätigkeit Assistentin der Geschäftsführung in einer Unternehmensberatung. Also da arbeitest du auch einfach einen ganz normalen, richtigen Job. Und daneben bist du noch 40 Stunden ehrenamtlich tätig. Also ja, das sind sehr, sehr viele Stunden. Aber es ist möglich. Es ist möglich, und du liebst es einfach. Und ich lieb's, ja. Und wenn es mehr als 40 Stunden, ne? Also wenn man sich überlegt, von Freitagabend bis Sonntagabend sind halt schon ganz schön viele Stunden, die wir da verbringen. Also wir schlafen auch da, wir sind den ganzen Tag zusammen. Und das sind super, super viele Stunden, die wir da verbringen. Also die 40 Stunden reichen meistens gar nicht aus in den Sommermonaten, die ich für die DLRG tätig bin. Ist es für dich auch mehr als nur, wie soll ich sagen, ein Hobby? Weil ich finde, wenn du davon sprichst, du lebst es richtig. Ja. Also du fühlst es und du strahlst auch, während du davon sprichst. Wenn du deine ehrenamtliche Tätigkeit beschreiben müsstest, was ist es für dich? Meine Familie. Also das ist wirklich, es ist einfach hier meine Heimat. Also klar, ich habe meine Familie, also mein Inner Circle Familie, sag ich mal, meine Blutsverwandten, die ich auch über alles liebe, aber ich liebe auch meine DLRG-Familie und ich würde für diese Familie alles tun. Das ist richtig schön. Ja. Das ist wirklich richtig schön. Ja. Du hast dich ja beworben mit einer Geschichte, mit der du auch gewonnen hast. Ich habe sie schon gehört. Kannst du vielleicht den Zuhörenden, die sie vielleicht noch nicht gehört haben, sie erzählen? Ja, also es geht darum, meine ganz Anfangsgeschichte, warum ich auch so viel Spaß an der DLRG habe und warum ich auch da geblieben bin. Und zwar bin ich ja sehr, sehr jung bei der DLRG, habe ich angefangen in der Ausbildung. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, ist es so, wenn man Gold hat bei uns zu Hause und jetzt auch hier, ist es so, dass wir in die Schwimmausbildung mit reingezogen werden. Und das allererste Kind, was ich hatte, dem ich Schwimmen beibringen durfte, hat bei mir Schwimmen gelernt und hat natürlich dann auch seinen oder ihren weiteren Weg halt eingeschlagen und kam nach ein paar Jahren, also das sind ja dann immer irgendwie 5, 6 Jahre, die sie halt die Abzeichen durchmachen, bis sie dann Gold haben, kam dieses Kind auf mich zu und hat mich angeguckt und hat gesagt, jetzt möchte ich das lernen, was du mir beigebracht hast. Und dann habe ich meinem ersten Kind, dem ich Schwimmen beigebracht habe, gezeigt, wie man Kindern Schwimmen beibringt. Und das ist natürlich eine Sache, die unglaublich ist. Also es ist zum einen unglaublich, das Strahlen der Kinder, der Erwachsenen auch zu sehen, wenn sie den Rettungsschwimmer, das Seepferdchen oder irgendein anderes Abzeichen bekommen. Aber zu wissen, diesem Kind hast du Schwimmen beigebracht und dieses Kind möchte jetzt genauso werden wie du, das erfüllt dich einfach mit Stolz. Mega. Richtig, richtig schön. Ja. Du hast ja einige besondere Sachen in deinem, wie soll ich sagen, in deinem Lebenslauf oder wie du dein Leben lebst. Besonders wollen wir hier aber darüber auch sprechen, wie du dein Ehrenamt aber auch mit der Familie vereinbarst. Du bist seit kurzem Mutter. Ich bin keine Mutter, aber ich habe Respekt vor allen Müttern so oder so schon, wie sie das Leben rocken. Du arbeitest, bist ehrenamtlich tätig und jetzt auch noch Mutter. Alleinerziehende Mutter. Alleinerziehende Mutter. Wie machst du das, liebe Mirjam? Ich bin ein Organisationstalent. Also ich habe meinen ganzen Tag komplett durchstrukturiert,
habe natürlich auch, ne, alle, die, die ein Kind haben, kennen das. Dieses Kind funktioniert nicht nach Struktur, sondern dieses Kind lebt so, wie es leben möchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das lebe ich auch mit ihr aus, diese Zeit. Das heißt, für mich ist es halt, morgens mache ich uns fertig. Dann geht sie in die Kita, ich gehe zur Arbeit und dann bin ich komplett die Arbeitsmaus und arbeite halt durch. Und sobald ich sie von der Kita abhole, ist unsere Zeit. Also das heißt, für mich ist es dann bis 19, 20 Uhr, bis ich sie ins Bett bringe, wirklich Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und klar, wir machen auch mal Termine oder jetzt beim Schwimmen ist es so, dass sie natürlich auch mit dabei ist, aber wirklich sehr, sehr viel Spaß daran hat. Oder bei Terminen, meine ganze DLRG-Familie liebt sie über alles. Also wenn ich bei einem Termin bin, meistens habe ich meine Tochter gar nicht auf dem Arm. Also die ist nicht bei mir, die ist überall anders, nur nicht bei mir. So, also das ist schon so eine kleine DLRG-Maus. Ja, und dann habe ich halt Zeit ab 20, 20, 30 dann für mich. Ja. Du hattest deinen Job schon davor und die Ehrenamtlichkeit. Ja. Hast du dann so gedacht, passt da jetzt noch im Kind rein? Will ich das überhaupt? Will ich was von meinem Leben lassen? Bist du diese Sachen so durchgegangen oder hast du es passieren lassen und dann gehofft, dass es funktioniert? Also ich bin keine Person, die ihr Leben plant. Ja. Also ich würde mich niemals hinsetzen und jetzt einen Plan aufstellen, ja, für die nächsten 5 Jahre. Ja. Das bin ich einfach nicht. Ich glaube, wenn ich den Plan hätte, dann wäre ich mit 19 schon Mutter geworden, ja, weil ich es einfach total toll finde und die Bestätigung habe ich vor 9 Monaten, als ich das kleine Würmchen auf dem Arm hatte, bekommen, dass ich eine durch und durch Mutter bin. Für mich war aber auch immer klar, dass wenn ich Mutter werde, ich mein Ehrenamt nicht aufgeben werde. Also für mich war es immer klar, es wird eine Lösung geben, dass ich mein Ehrenamt auch ausführen kann und dass auch meine DLRG-Familie mich dahingehend unterstützt. Dass es natürlich jetzt so ist, also ich habe nicht geplant, dass ich alleinerziehend werde, sondern habe natürlich geplant, dass es einen Partner dazu gibt und dass das Leben dadurch ein bisschen einfacher ist. Ist aber jetzt in der jetzigen Situation überhaupt gar nicht so, dass das irgendwie thematisiert wird oder so. Sondern wenn ich in Einsatz fahren möchte, dann ist vorher abgesprochen, wer passt auf meine Tochter als Hauptperson auf, wer kümmert sich um sie. Diese Person kann auch 4 Stunden, wenn jetzt ein Rieseneinsatz ist, auch mit meiner Tochter ganz normal sein, essen, trinken. Also sie ist komplett halt behütet und ich würde nicht in Einsatz fahren, wenn es nicht so wäre. Mir war aber von vornherein klar, mein Ehrenamt und Muttersein passt zusammen. Also für mich ist es nicht eine Sache, du bist jetzt Mutter und du musst jetzt dein Leben aufgeben, sondern für mich ist es eine Sache, du bist Mutter und du kannst deiner Tochter, deinem Sohn, deinem Kind zeigen, was Ehrenamt ist und dein Kind kann genauso aufwachsen. Und das ist doch das Schönste überhaupt, deinem Kind zu zeigen, hey, du kannst helfen. Und das von vornherein. Und das ist einfach eine Sache, wo du merkst, okay, du kannst deinem Kind einfach das alles mitgeben von vornherein. Ich bewundere das total, weil ich spreche auch im Freundeskreis so darüber. Bei mir kommen jetzt auch viele Freundinnen, die irgendwie Mütter werden. Und man bespricht schon, ändert sich das Leben total? Will man deswegen vielleicht überhaupt Kinder haben, weil man sein eigenes Leben so mag? Und dass du das so irgendwie zeigst, ist auch, glaube ich, voll die tolle Vorbildfunktion für irgendwie angehende Mütter, dass man sich denkt, okay, ich mag mein Leben auch, wie es ist und es klappt trotzdem mit dem Kind. Du hast natürlich jetzt auch wahrscheinlich auch Glück, ja, dass du das alles so mitmachen kannst, weil vielleicht, ja, hören es auch Mütter und sagen so, ja krass, ich will das eigentlich auch machen, ja, aber sie macht halt einfach nicht so mit. Die kleine Maus sagt es einem schon, wenn sie sich nicht wohlfühlt. Das muss man halt auch immer beachten, wenn man gerne sein Leben weiterleben möchte und sich nicht komplett aufgeben möchte für ein Kind, dann muss man auch offen sein dafür, sein Kind auch mal abgeben zu können. Auch in fremde Hände, auch in Hände, die halt nicht vielleicht Oma, Opa, Tanten, wer auch immer ist, sondern einfach auch das Feeling haben und sagen, hey, bitte, nimm mein Kind. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du mein Kind hast. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel überhaupt, Vertrauen auch in andere Personen zu haben. Und da bin ich sehr, sehr froh über meine Familie, die ich da habe, die halt sagt, hey, wir haben überhaupt gar kein Problem. Wir haben hier so viele Kinder groß bekommen. Wir kriegen den kleinen Scheiß auch noch groß. Süß. Du bildest bei der DLRG Kinder und auch Erwachsene aus, dass sie schwimmen lernen. Wie stellt man sich die Arbeit vor?
Ja, also bei Kindern ist es natürlich das, was jeder irgendwie kennt. Das Kind kommt. Bei mir gibt es da sehr, sehr strikte Regeln. Die Eltern dürfen nicht mit rein. Die Eltern dürfen auch nicht am Fenster gucken, weil die Kinder dann halt sehr abgelenkt sind und eigentlich alles immer nur Mama und Papa zeigen möchten und sehen und dann halt viel auch anfangen zu weinen. So, ne? Oh, Mama ist ja noch da, ich will jetzt lieber zu Mama. Das heißt, die Kinder kommen mit rein, die machen bei mir als erstes die Wassergewöhnung. Es gibt ganz unterschiedliche Kinder, wir gehen ganz individuell auf die Kinder ein. Also ich habe pro Kurs ungefähr 10 Kinder und habe 7, 8 Ausbilder immer mit dabei im Wasser. Und das heißt, es gibt eine fast 1:1 Betreuung bei den Kindern. Und das gibt den Kindern halt auch ein sehr, sehr gutes Feeling. Und dadurch können die Kinder halt auch relativ schnell schon schwimmen und auch tauchen, springen und alles Mögliche. Bei Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Kinder haben dieses Angstgefühl noch nicht. Kinder springen rein und denken nicht darüber nach, was passieren könnte. Denen ist es egal, ob es tief ist, ob es flach ist. Sie sehen nur Wasser und wollen da rein. Erwachsene sind so, die wissen, was passieren könnte, wenn sie im Wasser sich nicht halten können. Die haben Angst vor der Nudel, ob die Nudel sie wirklich halten kann. Die würden auch nicht einfach so ins Wasser springen, weil sie können ja nicht schwimmen. Also in der Regel machen die Menschen das, dass sie halt das alles nicht tun. Das heißt, du musst ganz anders da rangehen. Du musst sie ganz anders ranführen ans Wasser. Oft haben Erwachsene auch eine traumatische Erfahrung gemacht mit Schwimmen oder mit Wasser generell. Und da musst du viel behutsamer drin sein. Da kannst du zum Beispiel auch nicht Jugendliche nehmen, die mit den Erwachsenen dann die Ausbildung machen, sondern da musst du wirklich Erwachsene auch haben. Kannst du uns vielleicht nochmal so genau die Woche von Miriam erzählen? Also wenn du uns sagst, du hast dein Kind, du hast dein Ehrenamt und du hast deinen Job. Dass du uns wirklich sagst, weil du hast es mir davor im Vorgespräch schon gesagt, so ein bisschen deine Zeiten, weil vielleicht hört es jetzt jemand und denkt, ich möchte das genauso nachmachen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Wie sieht deine Woche aus? Also die Woche ist ganz einfach. Wir machen uns morgens fertig, dann geht's für sie in die Kita, für mich zur Arbeit. Nachmittags hole ich sie dann ab und dann verbringen wir einen Tag zusammen. Wir spielen halt viel. Montags ist bei uns immer Schwimmen angesagt. Das heißt, wir stehen halt für ein paar Stunden in der Schwimmhalle. Ja, und dann ist die Woche je nachdem. Also es ist dann nicht mehr so planmäßig. Es kommt mal ein Termin, den ich dann abends habe. Dann nehme ich sie aber mit. Also ehrenamtliche Termine meistens. Irgendwelche Kurse oder irgendwelche Gremien, wo ich noch tätig bin, die wir dann halt abends besprechen. Oder wo natürlich der normale Mensch arbeiten geht und dann abends halt erst Zeit hat. Und dann mache ich nebenbei noch kompletten Social-Media-Auftritt für die DLRG Berlin. Ich bin tätig auch in der Pressearbeit mit dabei. Ich bin für den Bundesverband im Puma-Team mit dabei, das heißt Presse- und Medienarbeit. Das heißt, wenn irgendwie eine Katastrophe da ist, dann heißt es für mich Backoffice aufbauen und im Backoffice noch mitarbeiten für das Puma-Team, um dort einfach auch Social-Media-Kanäle zu bespielen, Presse zu bespielen und. Das läuft dann alles so nebenbei. Das passiert einfach. Also da kann ich nicht sagen, okay, dafür habe ich jetzt eine Stunde oder so. Das passiert halt so, wenn die Kleine mal schläft, dass ich sie dann in den Trage habe und dann am Hochtisch stehe und arbeite oder so. Die hat ja zum Glück noch ihre längeren Schlafphasen. Ja. Da geht es noch ganz gut. Ja, samstags geht es dann immer zum Babyschwimmen. Also meine Kleine lernt auch sehr, sehr früh schwimmen oder sich auch zumindest im Wasser zu bewegen, weil mir das halt sehr, sehr wichtig ist. Wir sind sehr viel am Wasser. Und dann spätestens nach dem Babyschwimmen, wenn nicht sogar schon Freitagabend, geht's raus an den See. Was bedeutet genau deine Arbeit an der Wasserrettungsstelle am Wochenende? Also wenn wir auf unserer Wasserrettungsstation sind, ist es so, dass da ist nichts geplant. Also es kann sein, dass wir ein ganzes Wochenende gar nichts zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass ein Einsatz nach dem anderen kommt. Von daher, da kann man nichts planen, außer vielleicht das Frühstück. Das ist jeden Morgen um 9 Uhr. Heißt aber auch nicht, dass wir das alle zu uns nehmen können gleichzeitig, weil es könnte natürlich jederzeit ein Einsatz kommen. Von Freitagabend an sind wir halt besetzt. Die Berliner Feuerwehr weiß das auch. Wir haben eine große Leitstelle bei uns an der Wasserrettungsstation. Die Leitstelle für Berlin, für die DLRG. Und von da aus werden alle Einsätze koordiniert. Also das heißt, wir haben alle Funkgeräte auf den Booten, wir haben Handfunkgeräte. Und von da aus, wir haben eine Direktverbindung zur Berliner Feuerwehr, zur Polizei, zu Christoph 31, das ist unser Hubschrauber. Und dann, wenn ein Einsatz kommt, dann können wir alle
funken gleichzeitig auf denselben Kanal. Und die Berliner Feuerwehr koordiniert das natürlich alles und wir koordinieren unsere Boote dann. Das heißt, du schläfst in der Wasserrettungsstation von Freitag bis Sonntag? Ja. Mit deinem Baby? Ja. Und wenn ein Einsatz kommt, ja, dann lässt du sie bei deiner DLRG-Familie oder wie machst du das? Ja, also wenn, ja, natürlich, mein Kind darf nicht mit aufs Rettungsboot, dafür ist sie einfach noch zu klein. Wenn ich eingeteilt bin auf diesem Rettungsboot, gibt es jemanden, der auf sie aufpasst, wenn ich am Einsatz bin. Also wir haben Schichten, wir haben eine Vormittagsschicht und eine Nachmittagsschicht und ich gehe höchstens eine Schicht mit aufs Boot. Und die andere Schicht kann ich auch mal im Funkraum sitzen. Also ich funke auch sehr, sehr gerne. Da hört man sie dann in ganz Berlin auch funken. Also die kleine Maus, alle wissen schon, da kommt die kleine wieder. Wir sind ja jetzt im Juli. Das heißt, jetzt würde ich sagen, geht die heiße Phase auch los für euch im Ehrenamt. Jetzt die Leute gehen an die Seen, die Leute wollen aufs Wasser. Hast du ein bisschen Respekt davor, wie die nächsten Monate laufen? Auch im Hinblick darauf, dass du sie hast und es den ersten Sommer anders ist? Ja, natürlich ist es anders. Also es ist aber egal, ob Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Ne? Es ist auf jeden Fall anders. Für uns geht natürlich jetzt auch die heiße Phase los. Wir haben Sommerferien jetzt gerade in Berlin. Die haben jetzt letzte Woche gerade gestartet. Das heißt, die Leute sind auch in Berlin, sind mehr am Wasser und wir haben Ferienbesetzungen. Also das heißt, auch unter der Woche ist ein Boot eigentlich immer einsatzbereit hier in Berlin, um einfach auch zu helfen in Notsituationen. Und es wird natürlich ein anderer Sommer werden mit ihr zusammen. Ich werde nicht jeden Einsatz mitfahren, den ich sonst immer mitgefahren bin. Ich werde nicht immer auf dem Boot sein. Ich werde viel auf Station sein, viel im Background arbeiten, viel vielleicht auch einfach koordinieren in der Leitstelle, dass ich als Funkerin da bin und dort einfach unterstütze. Und das sind natürlich für mich Sachen, die eine Umstellung sind. Aber auch eine schöne Umstellung. Also es ist schon schön, wenn du morgens funkst und einen schönen guten Morgen wünschst an alle Stationen dir zurück einen guten Morgen wünschen und du privat noch Nachrichten von deinen Kameradinnen bekommst oder Kameraden. Oh, es ist so schön, dich wieder zu hören oder dein Kind zu hören und oh, da geht einem direkt die Sonne auf. So. Das ist einfach wunderschön, ja. Also wir sind eine wirklich große Gemeinschaft dort, die das ganze Wochenende zusammen ist und dort einfach verbringt. Und natürlich ist es jetzt halt mit Kind, mussten einige Vorkehrungen getroffen werden. So ein Kind kann nicht durch die Werkstatt krabbeln oder laufen mit den kleinen Steps. Wir haben einen großen Laufstall, wir haben einen riesen Garten oder einen großen Garten, riesig ist er jetzt nicht, aber einen größeren Garten, wo wir einfach auch draußen sitzen, wo dann auch Sonnensegel sind oder Sonnenschirme aufgespannt werden. Und man sich da einfach auch wohlfühlen kann, egal ob mit Kind, ohne Kind oder wie auch immer. Also man hat auch die Möglichkeit, wenn man jetzt mal eine Sekunde nicht mit Kind oder Gequengel hören möchte oder spielen möchte, auch mal woanders hinzugehen. Also das Gelände ist halt einfach groß genug. Man kann mit dem Boot rausfahren. Es gibt super viele Möglichkeiten. Schwimmen gehen, alles Mögliche. Habt ihr denn da auch ein Babybett, was immer dort steht? Oder wie genau schläft sie da? Genau, also im Moment schläft sie noch sehr viel mit bei mir im Bett, ja, einfach, weil sie auch die Nähe braucht. Aber sie schläft auch alleine. Also es gibt für einen Tag über ein Babybett. Ich nehme meinen Kinderwagen mit. Jeder schiebt sie gerne durch die Gegend oder geht da mal gerne mit ihr spazieren einfach hin und her. Oder wir haben eine Trage und dann wird sie getragen. Und sie geht halt durch alle Hände. Also es ist wirklich eine große Familie, wie wenn man halt so ein Familientreffen sich vorstellt und alle Onkel und Tanten wollen sie halten und mal Windeln wechseln oder freuen sich, wenn sie da mal die Nudeln von ihrem Teller nehmen. So. Und genau so ist es. Und das ist halt das unglaublich Schöne. Sie hat durch diese Familie, die wir haben, da vor Ort, hat sie so viele Onkel und Tanten, mhm, und für mich ist es auch so eine große Unterstützung, einfach zu wissen, hey, die lieben die alle und die lieben mich alle und also ne, freundschaftlich, ja, klar, und so, ne, ja, wie eine Familie einfach. Und es ist vollkommen egal, was da los ist. Es kann auch einem anderen Kameraden schlecht gehen und wir kümmern uns alle darum. Wir nehmen dich einfach auf und wir sorgen für dich und wir sorgen auch dafür, dass es dir gut geht, weil du auch dafür sorgst, dass es uns gut geht. Und einfach so eine Gemeinschaft zu haben, ist so viel Gold wert.
Richtig schön. Ja. Vor allem auch du als alleinerziehende Mutter. Ja. Also wie gesagt, vollsten Respekt schon von Müttern generell und dann auch noch vor dir als alleinerziehende Mutter. Das ist ja wahrscheinlich auch total unterstützend, wenn du weißt, okay, da ist wie eine Familie, die kümmern sich. Ja. Du brauchst keinen Babysitter, da sind halt einfach deine Kameraden, Kameradinnen, wie du sie nennst, die dann auch mal auf dein Baby aufpassen. Ja. Traum. Ja, ja. Und Spaß daran haben, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage, hier, nimm mal, ich brauche mal 5 Minuten für mich, sondern es ist eher so, wo ist dein Kind? Ich brauche dein Kind. Ich brauche jetzt gute Laune. Gib mir dein Kind. Okay. Und ich so, musste mal suchen gehen. Das heißt, du würdest wirklich sagen, du liebst deinen Job und du liebst dein Ehrenamt. Das sind einfach zwei Sachen, die du beide liebst und beide gleichzeitig ausüben möchtest. Ja. Und jetzt hast du noch als dritte Komponente dein Kind dazu. Ja, und das ist die schönste Kombination überhaupt. Also ich liebe mein Kind und ich liebe meinem Kind auch beizubringen, wie das Leben ist und was es alles für tolle Sachen gibt. Ich möchte meinem Kind beibringen, dass du ehrenamtlich tätig sein kannst, dass du Spaß daran haben kannst und gleichzeitig auch Spaß an deinem Job zu haben und einfach einen Job zu haben, wo drin du dich wohlfühlst. Und wenn du dann auch noch ein Ehrenamt hast, das du einfach liebst, weil du ehrenamtlich tätig bist und so viel Gutes tun kannst. Du kannst bei der DLRG, wenn wir ein Menschenleben retten oder wenn wir Leuten helfen, einfach dieses Glück zu haben, das machen zu dürfen, ehrenamtlich. Es gibt nichts Schöneres. Auf was für Stimmen triffst du von der Gesellschaft als alleinerziehende Mutter, die so viel arbeitet? Ja, natürlich gibt es die positiven Stimmen, die das total toll finden, dass ich auch mein Kind so viel mitnehme, dass ich auch wieder arbeite, dass ich das alles unter einen Hut bekomme, die Respekt auch davor haben, also die mich angucken und sagen, du, dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden oder hast du so eine Zeitmaschine, dass du den Tag halt nochmal erleben kannst. Aber es gibt auch die Negativstimmen. Also es gibt auch die Stimmen, die halt sagen, du bist jetzt Mutter, du musst zu Hause sein, du kannst nicht so viel auf Achse sein, du kannst dein Kind nicht überall mit hinnehmen, du quälst dein Kind damit und. Das ist sehr, sehr groß, diese Stimmen. Aber ich finde, man muss diese Stimmen auch viel ausdiskutieren. Also man muss halt einfach viel darüber reden, man muss denen auch erklären, warum, wieso, weshalb, dass es dem Kind ja auch gut damit geht, so wie es mir damit gut geht und dass nur eine glückliche Mutter auch ein glückliches Kind haben kann. Weil eine unglückliche Mutter wird auch immer die Unglücklichkeit auf dieses Kind übertragen. Und genau so wächst mein Kind auf. Und das ist sowohl im, ich sag jetzt mal, meinem normalen Leben als auch in meinem Ehrenamt so. Mein Kind muss in beiden Welten sehr glücklich sein. Und wenn mein Kind dann nicht glücklich ist, dann muss ich etwas ändern. Und im Ehrenamt ist es natürlich auch so, dass ich viele Leute habe, die sich auch hinsetzen und wir abends zusammensitzen und wir unsere Meinungen austauschen zu einigen Situationen. Es ist genauso wie bei einer Familie. Bei einer Familie kommt ein Thema auf den Tisch und es wird hin und her diskutiert und jeder hat seine eigene Meinung. Und genauso ist es auch im Ehrenamt. Jeder, der da ist, hat seine eigene Meinung und seine eigene Meinung vertritt er auch. Und du sitzt dann einfach abends zusammen bei einer Grillwurst oder bei was auch immer und redest darüber und dann kannst du dir als eigenständige Person kannst du dir überlegen, nimmst du das so an oder nimmst du das nicht so an? Und das ist so viel wert, weil wir ein Schnitt aus der Gesellschaft sind, die wir da sitzen. Wir haben die Handwerker da, wir haben die Hausfrauen da, wir haben den Manager da, wir haben Polizisten, Feuerwehrleute, alles. Also wenn ich umziehe, dann frage ich, egal wen, ich habe alle Gewerke mit auf Station oder in der DLRG mit vertreten, weil wir der Schnitt der Gesellschaft sind und weil wir einfach so vielfältig sind. Und genau so vielfältig sind auch unsere Diskussionen am Abend. Und dann kannst du daraus deine Sachen mitnehmen, die du mitnehmen möchtest, um daraus vielleicht zu merken, okay, so geht es nicht. Oder zu sagen, hey, genau deswegen geht es so. Oder du sagst, okay, ich gehe einen Mittelweg und mache es ein bisschen so und ein bisschen so. Und das ist einfach so viel wert, so viele Meinungen zu haben und trotzdem zusammensitzen zu können, darüber reden zu können und sich trotzdem noch lieb zu haben. Also zu wissen, ey, ich komme trotzdem nächstes Wochenende raus, auch wenn wir hier jetzt gerade den Riesenstreit haben, aber ich kann nicht auch einfach unter der Woche anrufen und wir gehen ein Eis zusammen essen oder eine Pizza essen. Und dann klären wir unseren Streit, weil wir dürfen verschiedene Meinungen haben. Wir dürfen auf eine Sache unterschiedlich drauf gucken,
aber trotzdem zusammen einen Weg gehen. Weil ich akzeptiere deine Meinung, du akzeptierst meine Meinung. Und nur so können wir auch weiter wachsen. Ja, also ich finde immer, dass man das, aber auch jede Mutter, die das vielleicht hört, sagen kann, okay, für mich ist das nicht, mir ist das zu viel. Ja, oder das definitiv. Klappt mit meinem Kind nicht. Definitiv. Aber ich finde, sich einmischen in einem anderen Leben generell ganz schwierig, ist meine Meinung. Ja. Also ich würde niemals mir herausnehmen, dir zu sagen, das machst du blöd oder so. Ja. Ich könnte nur für mich sagen, für mich ist das nichts. Ja, und ich natürlich. Finde den Punkt, den du aber auch gerade gesagt hast, total gut, dass du das mit deinem Kind und deinem Leben vereinbaren kannst. Ja. Und wenn irgendwann das mit deinem Kind mal vielleicht dann doch nicht mehr klappt, dann musst du neu schauen. Ja, richtig. Aber solange es gerade klappt, es deinem Kind gut geht, dir gut geht. So what? Genau, wieso nicht? Ja, um Gottes Willen, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, jede Mutter muss das jetzt so machen und ne? Bei manchen geht's nicht. Ja. Ich habe jetzt auch nur ein Kind. Ja. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe 2, 3, 5, 12 Kinder, dann wird das auch nicht so laufen. Ja, ne? Oder vielleicht schon, aber dann läuft es halt anders. So, ne? Aber man muss halt jede Situation neu anfassen und neu denken. Sowohl dein Chef von deiner Arbeit weiß von deinem Ehrenamt, als auch dein Ehrenamt weiß von deiner Arbeit. Wie wichtig sind diese Absprachen, die Kommunikation, um das in dieser Art ausführen zu können? Sehr wichtig. Da die Balance zu finden und zu wissen, okay, Ehrenamt ist Ehrenamt, Arbeit ist Arbeit, aber trotzdem kann es in gewissen Situationen mal verschmelzen. Die Presse arbeitet nicht abends, wenn ich mit meinem Ehrenamt arbeite, sondern die Presse arbeitet tagsüber und will tagsüber irgendwas wissen, auch andere Sachen kollidieren dann natürlich mit der Arbeit. Und dann ist es natürlich sehr gut, einen Chef zu haben, der dich in deinem Ehrenamt auch unterstützt und sagt, okay, du brauchst jetzt gerade mal 5 Minuten Telefonzeit. Kein Problem, nimm dir diese 5 Minuten, telefonier und danach kommst du wieder und bist 100% gestärkt wieder für uns, aber bist auch mit dem Kopf bei uns. Und genauso ist es bei mir im Ehrenamt. Du brauchst gerade 5 Minuten, um, keine Ahnung, eine Reise zu planen, um eine E-Mail zu schreiben, um irgendwas zu organisieren, zu machen, zu tun. Kein Problem. Setz dich hin mit deinem Laptop, arbeite und danach bist du aber wieder für uns da. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir können sehr viel auch auf Stationen für uns selbst machen und sind aber dann 100%ig da, wenn wir im Einsatz sind. Und das weiß jeder. Wenn ich im Einsatz bin, bin ich im Einsatz. Das heißt, 100-tausendfache Konzentration auf diesen Einsatz und danach kannst du mich wieder erreichen und danach werde ich auch alles wieder beantworten. Aber der Einsatz ist nun mal Einsatz und da ist es egal, ob es die Person im Wasser ist, ob es das gekenterte Segelboot, die Verletzung von dem Kind, das gerade in eine Glasscherbe getreten ist. Vollkommen egal. Einsatz ist Einsatz. Kannst du aber auch so, wenn du irgendwelche Kompetenzen oder Fähigkeiten nennen müsstest, die du im Ehrenamt erlernt hast, die dir jetzt im Familienleben helfen. Könntest du da irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 aufzählen? Organisation, Gelassenheit auf jeden Fall. Also es ist ein großes Pluspunkt, den ich schon gelernt habe. Organisation, Gelassenheit, so. Also das sind so Punkte, die ich auf jeden Fall überall anwende. Ich muss Kurse organisieren, planen, machen, tun. Ich muss aber auch eine Vorbildsfunktion sein. Ich bin auf Station auch jemand, der ein Team leitet. Auch jetzt in der Ausbildung leite ich natürlich auch Teams. Und das ist etwas, was mich natürlich beruflich auch sehr stärkt und sehr weiterbringt. Und da muss ich wirklich sagen, hat das Ehrenamt sehr viel zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen, ja. Du strahlst, wenn du von deiner Arbeit erzählst. Also wie gesagt, es ist ein Podcast, deswegen seht ihr mir ja nicht, aber sie ist die ganze Zeit am Strahlen und am Lachen. Wenn du sagen müsstest, was dich selbst auch motiviert, immer weiterzumachen und diese Freude dabei beizubehalten, was ist das? Ja, natürlich komme ich auch mal an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt ist hier Ende Gelände, ich gebe alles auf, ich habe keinen Bock mehr. Und ich mache einfach gar nichts. Aber es ist dann so, dann gehst du montags in diese Schwimmhalle und hast halt deine, also ich habe montags 20 Mäuse um mich herum, die mich alle anlächeln und wenn dann du ein Abzeichen ausstellst und dieses Kind einfach vor Freude, also das ist unbeschreiblich, diese Freude, die dieses Kind hat, weil es Seepferdchen gemacht hat. Und dieser Stolz, rauszugehen zu den Eltern, das ist ja so meistens das erste Zeugnis, was sie kriegen. Ne? Also die meisten Kinder sind entweder gerade in die Schule gekommen
oder noch gar nicht in der Schule, kriegen ihr erstes Schwimmzeugnis und diesen Stolz einfach zu sehen, den sie haben, das ist unbeschreiblich. Und auch im Wasserrettungsdienst ist es natürlich so, wenn du jemandem geholfen hast, sei es, also es muss ja gar nichts Dramatisches sein, es kann auch einfach nur das Segelboot sein, wo der jetzt schon 50.000 Mal gekentert ist und du einfach hilfst, dieses Segelboot mit aufzurichten und diese Erleichterung, dass wir da sind, dass wir helfen, das einfach zu sehen und dann dieses Danke, das ist so viel wert. Welche Tipps würdest du jemandem geben, der überlegt, ob er überhaupt alles unter einen Hut bekommt? Du schaffst das. Es gibt Leute, die zum Beispiel nur die Ausbildung machen. Es gibt Leute, die nur den Wasserrettungsdienst machen. Es gibt Leute, die sagen, hey, einmal im Monat nehme ich mir ein Wochenende und komme zum Wasserrettungsdienst. Cool, komm raus, wirklich. Und wenn du nur samstags kannst, komm nur samstags raus. Wir haben auch einen Betreuungsplatz. Wenn du da gerne tätig sein möchtest, komm zum Betreuungsplatz. So, ne? Mach das, was du möchtest und mach das in den Stundenanzahlen, die du gerne möchtest. Werde aber ehrenamtlich tätig, weil dich das einfach auch sozial weiterbringt und du einfach so viel Glück erfährst in einer zweiten Familie. Das ist unglaublich. Also schreib uns gerne an. Du kannst gerne im BBK anschreiben. Du kannst gerne die DLRG Berlin anschreiben. Du kannst gerne deinen Ortsverband anschreiben. Irgendeine andere Organisation, schreib die an. Frag, ob du einfach mal vorbeikommen kannst. Also wir machen auch Schnuppertage. Du kannst auch gerne einen Tag mal mit in die Schwimmhalle kommen, um zu gucken, ob das was für mich ist. So. Und wenn nicht, dann nicht. Aber du hast es wenigstens ausprobiert und kannst sagen, okay, ich habe es mir mal angeschaut. Aber zu Hause zu sitzen und nichts zu machen, das ist halt, ja, trau dich. Ja, ich glaube, das ist total gut, dass du es gerade nochmal so gesagt hast, auch wie man starten kann. Weil ja. Ich glaube, dass viele auch Lust haben, was Soziales oder Ehrenamtliches zu machen. Zu denken, oh Gott, wie und wo fange ich an? Und dass man vielleicht einfach euch anschreibt. Ja. Und dann einfach mal das ausprobiert und schaut, okay, was und in welcher Intensität ist das was für mich? Das ist ja super, super cool. Ja, also es gibt auch viel über Social Media. Ne? Wir haben alle irgendwie Social Media Kanäle mittlerweile. Wir antworten alle regelmäßig auf diesen Social Media Kanälen. Seht es uns nach, dass es nicht innerhalb von 2 Stunden ist. Wir machen das auch alle nur ehrenamtlich und sitzen nicht die ganze Zeit vorm Handy. Aber innerhalb von 24 Stunden antworten wir auf jeden Fall. Schreib uns an. Wir haben auch auf unserer Homepage ein Formular, da kannst du auch gerne reinschreiben. Und wir melden uns auf jeden Fall und du kannst es dir einfach anschauen. Wenn jemand jetzt dich und eure Arbeit bei der DLRG verfolgen möchte, jetzt ist der Platz für Promo. Wie kann man das tun? Wo kann man Bilder sehen? Wo kann man dich in Action sehen? Wo kann man uns in Action sehen? Wir haben natürlich einen Instagram-Kanal, DLRG Berlin, Facebook-Kanal, auch DLRG Berlin. Wir haben jeden einzelnen Bezirk, ist bei uns auch auf Instagram und Facebook vertreten, einfach DLRG und dann den Bezirk eingeben. Wir haben eine tolle Homepage, wo du dich auch melden kannst, wo wir auch ein Frage-Antworten-Portal haben, wo wir auch wo du was ausfüllen kannst, dass wir dich kontaktieren, wenn du dich nicht traust, uns direkt anzuschreiben über Social Media. Also melde dich einfach und wir finden auf jeden Fall was in deinem Bezirk, wo du dich engagieren kannst in dem Zeitraum, den du zur Verfügung hast. Ja. Vielen, vielen Dank, Miriam, für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Ich finde es sehr inspirierend, wie du alles unter einen Hut bekommst. Du kriegst einen High Five von mir. Yay! Cool. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles, alles Gute. Und wie gesagt, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Also es war wirklich ein toller Podcast. Sehr schön. Wenn ihr noch mehr über das Ehrenamt hören und sehen wollt, dann besucht uns doch einfach mal auf unserer Website mitdirfuransalle.de. Dort findet ihr alle unsere Podcast-Folgen. Gleichzeitig begegnet euch dort auch eine Menge anderer Content von und mit Ehrenamtlichen und ihr habt die Gelegenheit, euch weitergehend zum Thema Ehrenamt zu informieren und auch herauszufinden, welches Ehrenamt zu euch am besten passt. Über unsere interaktive Karte könnt ihr auch ganz leicht Standorte finden der Organisationen, die in eurer Nähe sind. Denn egal was du kannst helfen.